Die Hollywood-News im Gala-Ticker. Amber Heards Ex Elon Musk äußert sich zum Verleumdungsprozess mit Johnny Depp. Hollywood-News 2022 im Gala-Ticker. 30. Mai 2022. Amber Heards Ex Elon Musk äußert sich zum Verleumdungsprozess mit Johnny Depp. In dieser Woche wird endlich das Urteil im Verleumdungsprozess von Johnny Depp, 58, und Amber Heard, 36, erwartet. Am vergangenen Freitag, 27. Mai 2022, wurden die Schlussplädoyers der Anwälte vor Gericht gehalten. Doch während die Öffentlichkeit eher auf der Seite von Johnny steht und Amber als die Schuldige sieht, hält ein Mann zu ihr, Ambers Ex Elon Musk, 50. Der Tesla-Gründer und die Schauspielerin waren nach der Trennung von Amber und Johnny im Jahr 2017 für einige Monate ein Paar. Der russisch-US-amerikanische Informatiker und Podcaster Lex Friedman, 35, veröffentlichte seine Meinung zu dem Prozess auf Twitter. Meine Erkenntnisse aus dem Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard: Erster Ruhm ist für manche eine höllische Droge. Zweite, Psychiater und Anwälte haben sehr unterschiedliche Qualifikationsniveaus. 3. Millionen von Menschen anzulügen ist etwas, wozu Menschen fähig sind. 4. Liebe kann chaotisch sein. 5. Große Krüge Wein, lautete Friedmans schnippisches Statement zu dem Thema. Elon Musks Kommentar dazu: Ich hoffe, die beiden lassen das Ganze hinter sich. Sind beide in Bestform? Sie sind unglaublich. Wie genau er das meint, lässt der Unternehmer offen. Hollywood News der letzten Woche. Sie haben News verpasst. Die Hollywood News der vergangenen Woche lesen Sie hier.